Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Dieses Mal bin ich auf der anderen Seite. Hier ist dieser Steg und hier befindet sich schon mal so ein kleiner Vorstrand. Ich werde zum einen auf den Steg gehen, aber auch dahinter auf den Sandstrand, Steinstrand, beides. Ich gehe jetzt den einen Steg entlang. Da ist nochmal der andere Steg, den könnt ihr jetzt von der Seite sehen. Dahinter ist ja der eine Strand, den ihr im ersten Teil gesehen habt. Und ja, ich bewege mich jetzt nach da vorne hin. Da wäre jetzt der Strand, aber ich bin ja hier auf diesem Steg. Zum Strand werde ich gleich aber auch noch gehen, wie ich auch schon gesagt hatte. Hier ist diese Linie, die sollte man am besten nicht überqueren. Die ist, damit man da nicht ins Wasser reinfällt. Hier wäre jetzt der Strand, aber ich bin halt auf diesem Steg. Man könnte hier jetzt auch einfach rüberklettern auf den Strand. Oder man geht einfach direkt diesen Weg da runter. Dahin geht dann der Strand komplett entlang. Warte ich so mal ran. Geht auch immer weiter. Aber da ist jetzt das Meer dann. Hier sind auch überall wirklich wieder solche Dünen, wie auch auf der anderen Seite. Also auf der anderen Seite, diese Seiten, so wie ich sie nenne, werden halt durch das Meer in der Mitte getrennt. Von dem Sturm, von dem ich glaube ich auch erzählt habe, ist hier jetzt auch überall Sand hingeflogen. Von der. Hier könnt ihr das jetzt nochmal besser dahin sehen. Da vorne werden gleich Steine sein, dann bin ich auch schon da hinten angekommen. Ich habe jetzt nicht den ganzen Weg gefilmt, denn ich denke, das ist etwas langweilig, wie ihr einfach nur diesen Boden hier seht. Der ist ja eigentlich überall ziemlich gleich. Ich habe mich jetzt einmal kurz hier auf die Mauer gesetzt, um euch auch hier das Meer einmal zu sehen. Aber ich werde natürlich weiter darüber gehen. Also hier sind irgendwie so Felsen oder so. Ich weiß nicht, ob hier mal so eine Sitzbank war. Kann man auch überall auf die Mauer gehen, da sind Steine jetzt. Ich weiß irgendwie, dass hier irgendwie mal so ein Sitzkreis war, Sitzbank, wo dann immer so Boote angelegt haben. Also so kleine Segelboote, Segelschiffe, was auch immer. Und dann haben sich da Leute hingesetzt. Irgendwie so war das, glaube ich. Aber irgendwie ist das schon mal kaputt oder so. Kein Plan, ich bin schon da drüben angekommen. Wenn ich jetzt hier oben hergegangen wäre, wären da überall Steine erwartet. Da werde ich gleich auch noch mal hochgehen. Ich bin jetzt einmal kurz hier hochgeklettert und hier seht ihr jetzt auch, da ist der Sand und so. Da vorne spritzt auch überall diese Wellen hoch. Da seht ihr auch noch mal die andere Seite. Da hinten, wie man auch so blass erkennen kann, befindet sich auch noch dann so ein Stück Land. Das ist natürlich damit verbunden, also mit dem Land. Aber das sieht man natürlich, also es ist eigentlich halt immer noch oben, aber man sieht es halt nicht so wirklich, weil es so weit verschwommen ist, genauso wie auf der anderen Seite auch. Man könnte auch denken, dass da noch das Meer wäre. Da vorne sind auch ein paar dieser Steine im Wasser, deshalb sind sie auch so dunkel, weil die immer ständig halt nass sind. Ich gehe jetzt auch mal wieder zurück, weil ich habe keine Lust, von diesem ganzen Zeugs nass gemacht zu werden. Weil wie ihr seht, ist hier überall Pfütze. Dann gehe ich jetzt noch auf den Sprung. Von hier vorne kann man dann nochmal die Gangen nehmen, die man auch zuschlagen. Aber da jetzt der Sand hier oben ist, werde ich einfach hier von dieser Mauer halt einfach hier in den Sand springen. Sandstein gesehen, der schwarze Berlin, überall Steine. Doch wenn ich hier hingucke, hier sind richtig viele Steine und auf der anderen Seite ist es eigentlich fast überall nur dieser Sand. Deshalb meinte ich auch Steinstein. Desto näher du zum Wasser kommst, desto mehr Steine sind da auch. Da hinten sind da auch überall Steine. Da werde ich wahrscheinlich jetzt auch noch hingehen und euch das zeigen. Aber guck mal hier,